herzliches Hallo in die Runde von meiner Seite. Mein Name ist Elena Puls. Ich bin Softwareentwicklerin bei der Gematik und ich werde jetzt einmal meinen Bildschirm teilen. Elena, kurze kleine Unterbrechung. Ich habe gesehen, Andreas Heuer hatte noch ein Handzeichen. Ist das veraltet oder ist das noch aktuell? Das war veraltet, genau. Okay. Wir hatten ja eben gerade gesprochen. Genau. Okay, wunderbar. Genau, was sehen Sie jetzt hier? Hier sehen Sie einmal die DEMS-SARS-CoV-2-Wissensdatenbank. Das ist letzten Endes unser Gesamtinformationssystem, also wo wir die Informationen zu DEMIS bereitstellen. Den Link finden Sie in der Präsentation und mittlerweile können Sie eigentlich auch über Google DEMIS Wissensdatenbank eingeben und dann müssten Sie auch auf die Wissensdatenbank direkt kommen. Ich bin jetzt hier gerade auf der Hauptseite und hier sind eigentlich immer allgemeine aktuelle Informationen. Hier kündigen wir zum Beispiel in einem roten Kasten oder in einem gelben Kasten ein Wartungsfenster an, also wenn sich Wartungsarbeiten an DEMIS auftun und wir hier zum Beispiel eine neue Version aufspielen oder ähnliches, dann finden Sie die aktuellen Informationen immer genau hier. Wir haben hier weitere Informationen, zum Beispiel zu der Komponentenübersicht. Und für Sie besonders relevant sind die Informationen für Labore. Ich gehe mal einmal auf diese Seite drauf. Das ist sozusagen die Überseite. Hier finden Sie allgemeine Informationen. Und dann haben wir hier verschiedene Unterseiten, wie zum Beispiel die Anforderungen an die Profilierung oder auch das Mapping von den JSONs zur Fire-Schnittstelle. Das sind die Dinge, die Herr Rode vorhin erklärt hat und hier drunter finden Sie diese. Wir haben außerdem hier den DEMS-Adapter, worauf ich gleich näher eingehen werde, und eine Fragen- und Antwortenseite. Hier stellen wir immer aktuelle Fragen, die schon an uns herangetragen wurden, mit Antworten bereit, aber auch zum Beispiel Erklärungen von Fehlercodes oder Fehlerverhalten und Ähnlichem. Also die Seiten werden hier auch ständig aktualisiert. Genau, generell zur Voraussetzung für Sie als Labor ist es natürlich, dass Sie ein Zertifikat haben und den Adapter haben. Und hier ist auch die Information dazu, dass Sie sich bitte an die DEMIS-Geschäftsstelle unter DEMIS.RKI wenden. Und hier können Sie dann ein Zertifikat beantragen, zum einen für die Produktivumgebung oder auch für die Testumgebung und auch den DEMIS-Adapter downloaden. Und natürlich auch die Sourcen für den DEMIS-Adapter für Labor-Softwarehersteller ist dies. Genau. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe die Voraussetzung, dass ich ein Zertifikat habe und ich habe die Voraussetzung, dass ich den DEMIS-Adapter habe. Ich schaue jetzt mal einmal hier in mein System. Hier liegt schon sozusagen unsere Voraussetzung. Wir haben hier den DEMIS-Adapter 110. Das ist als ZIP-Datei und das ist letzten Endes das, was Sie genau beim Robert-Koch-Institut runterladen können. Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ja eine ZIP-Datei, also werden wir sie zuerst einmal entpacken. Bei Windows ist das ganz einfach. Man kann hier einfach sagen, alle extrahieren. Dann schlägt er einem den Ordner vor und wir extrahieren einmal. Es dauert ein paar Sekunden. Genau. Und jetzt befinden wir uns direkt hier im DEMIS-Adapter-Ordner und wir sehen hier eine Ordnerstruktur, bestehend aus kleinen Config, Data, Linux und Windows. Einmal ganz kurz, der kleine Ordner, der enthält letzten Endes Konfigurationsdateien für den Adapter. Der Config-Ordner, der enthält laborspezifische Konfigurationsdateien. Der Data-Ordner ist letzten Endes dafür da, um die LDT-Dateien zu versenden und hier zu verarbeiten. Und wir haben einen Linux-Ordner, wo sich eine Startdatei befindet auf einem Linux-System und einen Windows-Ordner, wo sich eine Startdatei für ein Windows-System befindet. Wir liefern auch direkt eine Umgebung mit, sodass der Adapter direkt ausführbar ist auf der jeweiligen Umgebung, Windows oder Linux. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus. Die Software, die hier liegt, das ist der Adapter erstmal so, wie er ausgeliefert wurde. Jetzt schauen wir uns mal in der Wissensdatenbank an, wie wir das Ganze jetzt konfigurieren als Labor. Wir gehen dazu wieder in die Wissensdatenbank und auf die Seite des DEMIS-Adapter. Zunächst finden Sie hier auf der Seite generell erstmal allgemeine Informationen zu dem Adapter, wie er aufgebaut ist, wie man ihn installiert, beziehungsweise auch Dinge zum Logging und zum Ablauf. Und auch diverse bekannte Fehler sind hier direkt genannt. Und wir springen jetzt mal direkt zu dem Punkt 3, nämlich der Konfiguration.
Was haben wir jetzt hier? Also wir haben in dem Adapter selber verschiedene Konfigurationsdateien. Das hatte der Herr Rothe ja vorhin auch schon kurz erläutert. Und generell wollte ich jetzt einmal durch die einzelnen Konfigurationsdateien durchgehen und die auch wirklich einmal vorkonfigurieren. Wir haben als erstes die DMIS Adapter API Properties Datei. Das ist generell eine Datei, die für allgemeine Einstellungen für den DMIS Adapter vornimmt. Und wenn Sie den Adapter einfach so nutzen, wie wir ihn ausliefern, dann ist er auch direkt lauffähig. Also Sie müssen hier erstmal keine Anpassungen vornehmen, könnten Sie aber. Generell gibt es Dinge wie, ob zum Beispiel die Debug-Informationen in der Log mit ausgegeben werden sollen. Der ist auf angestellt. Das hilft uns zum Beispiel, wenn jetzt ein Fehlerverhalten vorliegt, dann werden hier mehr Informationen ausgegeben und man kann die Fehlermeldung deutlich besser verstehen. Wir haben hier dann auch die URL zu DMIS bzw. direkt zur DMIS Notification API, also an das DMIS-System. Und hier sollten Sie bitte auf keinen Fall die URL verändern, weil sonst kommen Sie nicht mehr an den DMIS-Endpunkt. Genauso ist das mit dem Identity Provider. Dafür gibt es auch eine URL. Und die sollten generell nicht erstmal nicht verändert werden. Wir haben hier auch noch andere Properties für die Einstellung des DMIS-Adapters. Was noch sehr wichtig ist in diesem Property-File, ist, dass man hier die Laborkonfiguration angibt, also Ihre individuelle Laborkonfiguration, die wir gleich noch konfigurieren werden, und man hier auch mehrere Konfigurationen angeben kann, nämlich kommasepariert. Also wenn Sie zum Beispiel mehrere verschiedene Laborstandorte haben, dann können Sie die einzeln konfigurieren und hier angeben. Ein Aspekt ist noch unsere Testumgebung. Die Testumgebung ist generell vorrangig für Softwarehersteller zum Testen einer tiefen Integration des DMIS-Adapters bzw. Integration der FHIR-Schnittstelle gedacht. Und hier müsste man dann natürlich die URL verändern, weil man dann ja nicht mehr gegen dms.rki.de geht, sondern gegen die Testumgebung und man natürlich einen anderen Server und Identity Provider Endpunkt hat. Neben der genauen Beschreibung hier der Konfigurationsparameter ist hier auch immer ein Beispiel zu sehen. Und das entspricht genau dem Beispiel, was auch in der Auslieferung drin ist. Also die DMIS Adapter API Properties, die dort im Client-Ordner liegen. Genau, also wie gesagt, Sie müssten hier erstmal, wenn Sie es einfach so übernehmen, nichts verändern. Die zweite Konfigurationsdatei ist die App Properties. Auch hier gilt, generell müssten Sie erstmal nichts ändern. Sie können die so nutzen. Aber Sie können natürlich auch Änderungen vornehmen. Wir haben nämlich hier letzten Endes die Einstellungen für die Verarbeitung der LDT2-Dateien. Also die Ordnerstruktur ist auch hier vorgegeben bzw. vorkonfiguriert, dass es lauffähig ist. Wir hatten vorhin ja gesehen, dass es einen Data-Ordner gibt und darunter sind verschiedene Unterordner, die dann letzten Endes die Verarbeitung beschreiben. Wir haben hier zum Beispiel einmal den Data Input Ordner, das ist der Ordner, in den die LDT2-Meldungen reingeschoben werden und von da aus dann verarbeitet werden. Sie werden während der Verarbeitung in den Data Queue Ordner eingegeben und wenn sie erfolgreich verarbeitet worden sind, dann werden sie im Data Done Ordner abgelegt oder bei nicht erfolgreicher Verarbeitung in den Data Error abgelegt. Ordner abgelegt, genau. Hier gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Das sind dann letzten Endes zum Beispiel Einstellungen, wie lange zwischen zwei Versuchen gewartet wird, während sich DMIS im Wartungsmodus befindet oder auch die maximale Anzahl der Versuche. Wir haben das, wie gesagt, einmal vorgegeben, aber das kann auch umkonfiguriert werden. Bei allen Parametern, die nach Möglichkeit nicht verändert werden sollten, finden Sie auch hier den Hinweis, dass Sie die bitte so belassen sollen. Auch hier haben wir ein Beispiel, nämlich auch die App-Properties-Datei, die wir mitliefern. Und hier genau sehen Sie diese Ordnerstruktur. Der Data-Input-Ordner, der dann der Error- und der Queue-Ordner, genauso wie die Joker-Felder und hier unten die Konfiguration, die ich gerade eben schon genannt habe. Das sind also generell erstmal so die allgemeinen Einstellungen für den DMIS-Adapter, an denen Sie so erstmal nichts umstellen müssten. Kommen wir nun zu der wichtigen Datei für Sie, nämlich der Laborkonfigurationsdatei. Das ist ja letzten Endes die Datei, die Ihr Labor beschreibt.
Und hier gibt es verschiedene Parameter, einmal zum Beispiel wirklich Identifikatoren oder auch generell die Meldeperson und hier Daten zur Meldeperson, aber auch die Meldeeinrichtung mit der Betriebsstättennummer oder auch dem Ansprechpartner von wirklich Adresszeilen und Ähnlichem. Generell ist es wichtig, dass zum Beispiel bei der Meldeeinrichtung letzten Endes auch die Nutzung in der Konfiguration, die Sie hier eingestellt haben, verglichen wird mit der Nutzung des Feldes 8320 in der LDT-Datei. Die beiden werden nämlich verglichen und danach wird dann auch die Konfiguration genutzt, wo dieser Meldeeinrichtungsname übereinstimmt. Das ist besonders wichtig, wenn Sie halt mehrere Labore betreiben bzw. mehrere Labor-Config-Files haben, damit dann dem System klar ist, von welchem Labor aus das jetzt gesendet wurde. Zu diesen allgemeinen Einstellungen hier in der Labor-Konfiguration würde ich vorschlagen, wir gehen einmal nochmal in unseren DEMIS-Adapter und schauen mal, wo wir das Ganze finden. Wir haben ja hier unseren DEMIS-Adapter mit der Ordnerstruktur und generell nochmal einmal kurz hier zum Schauen. In der Client, in dem Client-Ordner sind die App-Properties und die DEMIS-Adapter-Properties sowie die JAR des DEMIS-Adapters. In dem Config-Ordner haben wir dann hier der Nginx-Trustor, der wird für den Server benötigt und die sogenannte Labor1-JSON-Datei. Das ist eben diese Labor-Konfiguration. Ich öffne die einmal und hier sehen Sie unser vorkonfigurierte Konfiguration, die erstmal so wirklich mit Testdaten von unserer Seite vorgefüllt ist und die Sie dann individuell für Ihr Labor anpassen. Hier zum Beispiel der Name der Meldeeinrichtung oder auch der Ansprechpartner und Ähnliches. Also da würde ich Sie bitten, dass Sie wirklich diese Datei anpassen, damit dann auch Ihr Labor als richtiges Labor erkannt wird. Wir haben jetzt hier einen wichtigen Schritt noch zu tun. Das ist nämlich der IDP. Das ist der Identity Provider, um sich am DEMIS-System anzumelden. Und genau hier sehen Sie auch den Hinweis Please Set, also bitte setzen Sie diese Daten. Und da werde ich Ihnen jetzt einmal genau zeigen, wie wir das gemeinsam setzen würden. Ich gehe dazu noch einmal in die Wissensdatenbank, weil Sie hier auch wirklich nochmal genaue Informationen finden. Wir haben hier einmal in der Tabelle selbst die einzelnen Parameter nochmal erläutert und wir haben hier drunter auch nochmal ein Kapitel, wo alles genauer erläutert wird. Wie schon bereits im Vorfeld gesagt, ist ja eine Voraussetzung, dass Sie ein laborindividuelles Zertifikat besitzen, das Sie beim Robert-Koch-Institut beantragt haben und dort wurde Ihnen eine P12-Datei bereitgestellt. Wir haben hier noch einen Schritt in einen JKS-Keystore, der ist aber ab der DEMIS-Adapter-Version 1.1.0 nicht mehr notwendig. Also es ist die aktuelle Version, die gerade freigegeben ist. Da können Sie direkt mit der P12-Datei arbeiten. Also können wir in diesem Fall diesen Schritt hier überspringen und gehen ein. Ja, Thomas Jensen, ist eine Zwischenfrage zulässig? Natürlich, gerne. Da würde ich gerne mal den Herrn Jörg Rüdensamen kurz mal auffordern, seine Frage zu äußern. Gut, ist nicht, wahrscheinlich nicht mehr erfolgt. Dann vielleicht ist das auch nicht mehr aktuell. Okay, danke. Okay, super. Gut, genau, dann waren wir bei den IDP-Properties. Also letzten Endes sind es wirklich die Konfigurationen für Ihr individuelles Zertifikat. Genau, Sie haben das Zertifikat bei dem Robert-Koch-Institut oder beziehungsweise mit dem Robert-Koch-Institut und der Bundesdruckerei beantragt und haben eine individuelle P12-Datei erhalten. Zudem haben Sie aber auch eine individuelle Laborkennung erhalten. Die sieht so aus. Das ist jetzt hier ein Beispiel, das ist 12345, einfach für uns als Beispiel. Also großgeschriebenes DEMIS minus 12345. Und der IDP hat insgesamt dann letzten Endes vier Properties, oder Parameter, die wir einstellen müssen. Und die beziehen sich letzten Endes auf diese Laborkennung. Also die Laborkennung ist an dieser Stelle wirklich wichtig, weil damit werden Sie am System dann ja auch angemeldet. Und damit wird überhaupt erkannt, dass Sie sich am System anmelden können, beziehungsweise Meldungen absetzen können. Herr Stange würde kurz eine Zwischenfrage stellen. Herr Stange. Schönen Dank.
Ganz kurze Frage gesagt, gerade zu dem Zertifikat. In der 110 geht es mit dem P12-Datei direkt. Wenn ich jetzt den Keystore habe, den kann ich aber weiterverwenden, oder? Den Keystore können Sie auch weiterverwenden, genau. Es ist nur letzten Endes dann ein Schritt, den man weniger machen muss mittlerweile. Also vorher musste man den Keystore wirklich bauen und jetzt ist es so, dass man direkt die P12-Datei verwenden kann, aber auch natürlich den JKS-Keystore weiterhin. Genau, wir haben dann hier einmal den Parameter out-cert-keystore. Das ist letzten Endes der Pfad, der verweist auf die P12-Datei bzw. auf den JKS-Keystore, wo der abgelegt ist. Das machen wir gleich einmal gemeinsam. Ich gehe einmal kurz durch die Parameter durch und dann machen wir das nochmal live an unserem Adapter. Wir haben dann auch das out-cert-passwort. Das ist letzten Endes das Passwort der P12-Datei. Was Sie per SMS erhalten haben oder eben, wenn Sie einen JKS-Keystore gebaut haben, ist es dann das Passwort, welches Sie dem JKS-Keystore vergeben haben. Und dann gibt es noch den OutCert-Alias und der entspricht letzten Endes genau Ihrer individuellen Demis-Laborkennung, aber in klein geschrieben. Das ist ein wichtiger Hinweis hier. Genau, der Username selber, der noch in den Properties mit drin ist, der entspricht dann nur dieser Zahl der Laborkennung, nämlich in unserem Fall jetzt, in unserem Beispiel ist das 12345. Und hier sieht man auch nochmal das gesamte Beispiel von der Laborkonfiguration und auch hier unten mit den angepassten IDP-Parametern. So, um das jetzt nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, würde ich das gerne einmal jetzt in unserem Adapter wirklich vornehmen. Also wir hatten ja, wie gesagt, hier unseren Config-Ordner. Wir haben hier unsere Labor1.json, die Sie natürlich auch umbenennen können. Da müssen Sie aber in der App-Properties auch dort die Anpassung vornehmen. Gut, ich gehe jetzt einmal zurück in meinen Hauptordner, weil ich hier nämlich für die Produktivumgebung eine P12-Datei habe. Bitte nicht wundern, bei uns, wir sind ja die Gematik, wir sind ja kein Labor, deswegen haben wir sozusagen ein Testlabor, was auch die Labor-ID-Kennung Test-Prot hat. Bei Ihnen steht hier dann Ihre individuelle Nummer. Das hier hinten ist einfach eine Seriennummer, die mit in der Datei enthalten ist im Dateinamen und das ist die Seriennummer, genau. Ich habe hier noch eine Textdatei mit dem Passwort, das würde jetzt sozusagen Ihre SMS sein. Was machen wir? Am besten ist es so, dass wir natürlich den Adapter generell die Konfiguration alle zusammen haben. Also was mache ich? Ich bin hier in meinem Demis Adapter-Ordner in Config und möchte gerne einmal die P12-Datei rüber kopieren. Das können Sie einfach mit STRG-C oder Kopieren machen und legen Sie einmal hier mit dazu. Dann ist es nämlich so, dass wir jetzt die Konfiguration für Ihr Labor alles an einem Board sozusagen haben. Und das erleichtert auch letzten Endes die Pfadangabe für die P12-Datei. So, wir gehen jetzt einmal in unsere Labor-JSON rein. Wir haben ja jetzt hier unseren Usernamen, unseren OutCert-Keystore und das Passwort sowie der Alias. Und wir werden einmal hier zunächst den Pfad setzen. Ich mache es jetzt einfach einmal so, dass ich den Dateinamen einmal kopiere. Dann muss ich den nicht abtippen. Und wichtig ist hier zu sagen, dass dieser Pfad relativ ist zu dem Ausführungsort. Wenn Sie ein Windows-System haben, starten Sie ja aus dem Windows-Ordner heraus und dementsprechend ist der Pfad hier relativ zu diesem Ausführungsort angegeben. So, wir haben jetzt schon mal hier unsere P12-Datei drin. Wir packen jetzt hier einmal das Passwort rein. Dazu gehe ich einmal in meine quasi SMS. Die habe ich hier. Das ist unser Passwort, unser gesetztes, was natürlich jetzt für die Infoveranstaltung extra angelegt wurde. Genau. Und jetzt ist es ja so, dass wir einmal den Usernamen haben und einmal den OutCert-Alias. Der Username ist, wie gesagt, die Nummer, also die Ziffernfolge Ihrer Labor-ID-Kennung. Und bei uns ist es ja ein bisschen anders, dadurch, dass unser Nutzer ja Testprot heißt und nicht 12345, kommt in den Usernamen jetzt einfach diese Zahlenfolge, wäre das bei Ihnen und bei uns ist es jetzt der Testprot.
Und der Out-Cert-Alias für das Zertifikat, der ist so wie die Laborkennung nur in klein geschrieben. Das bedeutet DEMIS minus, jetzt würde bei Ihnen 1, 2, 3, 4, 5 kommen und bei uns kommt jetzt Test minus Prot. Und das sind letzten Endes die Einstellungen, ich habe jetzt gerade einmal gespeichert, die Sie vornehmen müssen. Natürlich müssen Sie hier halt auch die Angaben anpassen. Das werde ich jetzt nicht machen, das würde einfach zu lange dauern. Das ist so die Labor-JSON, die wir hier haben, also die individuelle Laborkonfiguration. Letzten Endes ist das wirklich das, was Sie, wenn Sie den Adapter jetzt einfach starten möchten, anpassen müssen, weil er ja so auch lauffähig ist. Das werde ich Ihnen jetzt auch einmal zeigen. Wir gehen wieder in unseren DEMIS-Adapter und gehen jetzt einmal in den Windows-Ordner, weil wir uns ja auf einem Windows-System befinden und ich starte ihn einmal. Und Sie sehen jetzt hier, dass sich diese Datei hier öffnet und das bedeutet jetzt, dass der DEMIS-Adapter läuft. Die können Sie eigentlich einfach klein machen, sozusagen minimieren, weil ja, das ist jetzt erstmal irrelevant sozusagen. Was aber Lena, wichtig ist. Ja. Ich würde gerne den Herrn Klein bitten, seine Frage zu stellen. Sehr gerne. Ja, kurze Frage zu dem Passwort. Das steht dort im Klartext, in der Textdatei? Genau, das Passwort steht hier im Klartext in der Textdatei, weil wir erstmal davon ausgehen, dass ein Labor sich in einer sicheren Umgebung befindet. Und für die erste Ausbaustufe ist es so, dass wir es hier im Klartext haben. Es ist aber hoffentlich angedacht, dass das ein verschlüsseltes Passwort schnellstmöglich wird, weil sonst eigentlich alle Konfigurationen, die wir auch ablegen, Passwort, also verschlüsselte Passworte sind. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr gab es da sehr viel Diskussion darum, dass die auch auf den Client- und Serverrechnern, die auch in gesicherten Laboren stehen, diese Passwörter in Textdateien, die man ja lesen kann, verschlüsselt sein sollen eigentlich. Okay. Also ich wollte mal nachfragen, ist das in der Entwicklung oder ist das erstmal nur angedacht? Das ist generell erstmal angedacht und das haben wir auch für die weiteren Versionen mit aufgenommen. Okay. Genau. Jetzt ist es halt derzeit noch im Klartext, aber danke auch für die Informationen. Alles klar, vielen Dank. Gut, genau, also wir haben unseren Adapter gestartet und sind jetzt hier in diesem Windows-Ordner, wo wir ja gerade die Startdatei ausgeführt haben, die jetzt hier unten in dem kleinen schwarzen Fensterchen läuft. Und wenn man den Adapter startet, dann wird auch direkt ein Log-File geschrieben. Wenn das Fenster sich automatisch sofort wieder beendet, dann hat der Adapter einen Fehler in der Konfiguration und kann nicht richtig starten. Und wir schauen jetzt mal einmal hier in dieses Log-File rein. Hier steht sehr viel an Informationen, aber hier würden Sie jetzt, wenn der Adapter wirklich einen Fehler hätte, weil zum Beispiel das Passwort von dem Keystore nicht richtig gesetzt wurde oder das sind eigentlich so die regelmäßigen Fehler, dann finden Sie hier auch die Informationen dazu. Also hier würde dann stehen Error, das Keystore-Passwort stimmt nicht überein, in Englisch und genau, aber da würden Sie auf jeden Fall die Informationen dazu finden. Und was sehen wir jetzt hier? Der Adapter an sich läuft gerade und er sagt selber, er checkt den Folder und also schaut erstmal nach, habe ich noch irgendwas, was in der Verarbeitung wartet, also in diesem Queue-Ordner und startet sozusagen eine Schleife, dass er immer regelmäßig diesen Data-Input-Ordner abfragt, um zu schauen, ob er neue Meldungen absetzen kann. Und genau so werden wir jetzt einmal vorgehen. Wir werden jetzt einmal eine Meldung absetzen. Dazu sind wir hier in unserem DEMIS-Adapter-Ordner, in dem Windows-Ordner gerade. Wir gehen einmal in den Hauptordner und gehen in den Data-Ordner. Und hier finden Sie ja die vier Ordner, die zur Verarbeitung notwendig sind. Und wir gehen jetzt einmal in den Input-Ordner. Der ist natürlich jetzt gerade leer und versenden jetzt einmal eine Meldung. Wie gesagt, der Adapter läuft gerade. Ich habe einmal vorbereitet eine Test-ADT-Meldung. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Produktivsystem unterwegs, aber wie gesagt, wir sind ja der Test-Pod-User. Das bedeutet, das ist wirklich nur Testdaten, die auch nicht ausgewertet werden. Die laufen da separat. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir nehmen unsere Test-User-Data-ADT. Das ist eine ganz normale positive SARS-CoV-2-Erreger-Nachweismeldung für ein Testpatienten sozusagen und schieben die oder kopieren die in diesem Fall in den Input-Ordner rein. Und jetzt schauen wir einmal und sie verschwindet, weil sie nämlich jetzt verarbeitet wird
und landet jetzt gerade derzeit in dem Queue-Ordner. Hier findet die Verarbeitung statt und auch das ist jetzt vollzogen. Und wenn alles gut gegangen ist, dann liegt sie hier in dem Dann-Ordner. Das bedeutet, dass die Meldung jetzt erfolgreich abgesetzt worden ist. Was finden wir hier in dem Dann-Ordner? Wir finden einmal die EDT-Datei an sich und mit auch Datum und Informationen, wann sie abgesetzt wurde und verarbeitet wurde. Und wir haben hier nochmal eine Log-Datei zusätzlich. Genau, und wenn Sie auch nochmal das nachvollziehen möchten in dem DMS-Adapter-Log, dann können Sie hier einfach in das Log-File in dem Windows-Ordner gehen. Ich aktualisiere einmal. Und hier finden Sie dann die Informationen zu dieser Meldung. Genau, und wenn man nach ganz unten scrollt, dann findet man auch hier die Information, dass letzten Endes die Datei in den Dann-Ordner verschoben wurde und somit erfolgreich abgesetzt worden ist. Wenn jetzt ein Fehler vorliegt, dann finden Sie die Datei in dem Error-Ordner. Und auch hier gibt es dann wieder die Informationen in der allgemeinen Log, warum etwas nicht geklappt hat, beziehungsweise zu welchem Fehler es kam. Und die Fehlermeldungen, die Sie dort finden, die finden Sie auch in der Wissensdatenbank. Und da können Sie dann genau nachschauen, wie was für ein Fehler das sein könnte. Und ansonsten, wie gesagt, die Informationen hier im Log-File. Das generell ist jetzt einmal so der Ablauf, wie man den DMS-Adapter konfiguriert und auch eine Meldung versetzt. Wir haben noch eine weitere Vorgabe, wie man oder eine weitere Möglichkeit, wie man diese Konfiguration vorgibt oder machen kann. Und dazu würde ich gerne jetzt einmal an meinen Kollegen Christian Lange übergeben. Ja, vielen Dank, Elena. Dann übernehme ich an der Stelle und möchte gerne noch eine zweite Möglichkeit demonstrieren, den Adapter zu konfigurieren. Wir haben ja jetzt gesehen, wie man die Konfiguration über die einzelnen Konfigurationsdateien händisch durchführen kann. Wir haben jetzt an der Stelle, um die Konfiguration einfach zu erleichtern, noch die Möglichkeit geschaffen, eine Benutzeroberfläche zu benutzen, die die wichtigsten Felder anzeigt zum Konfigurieren. Dazu kann man diese Oberfläche und diese Anwendung auch wieder im Wiki finden. Und zwar unter dem DMS-Adapter und dann unter Punkt 3 Konfiguration gibt es hier eine DMS-Adapter-Konfigurations-UI. Mit dieser Benutzeroberfläche hat man jetzt die Möglichkeit, den DMS-Adapter auch grafisch zu konfigurieren. Diesen Download habe ich schon einmal durchgeführt. Dann hat man nämlich dieses ZIP vorliegen. Gleichzeitig habe ich auch natürlich den Adapter bekommen, so wie er eben schon mal einmal per Hand konfiguriert wurde. Ich werde diesen jetzt mit denselben Schritten auch einmal extrahieren, so damit ich den DMS-Adapter vorliegen habe, weil das ist letztendlich die Grundlage, die wir einfach brauchen für die Konfiguration. Zusätzlich habe ich das zweite ZIP mit der Benutzeroberfläche. Auch dieses werde ich, sobald das eine ZIP entpackt ist, auf denselben Weg entpacken, indem ich über alles extrahieren gehe und mir letztendlich auch dieses ZIP auspacke. Jetzt habe ich an der Stelle quasi einmal den DMS-Adapter, so wie er ausgeliefert wurde, und zusätzlich nochmal diese Benutzeroberfläche. Dann gehen wir in die Benutzeroberfläche rein. Die ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie der Adapter. Es gibt einen Client, es gibt jetzt an der Stelle erstmal eine Runtime fürs Windows-Betriebssystem. Und hier kann ich jetzt über Start diese Benutzeroberfläche starten. Die sieht jetzt erstmal nach dem Starten noch ziemlich leer aus. Da hat man jetzt die Möglichkeit, hier oben über Öffnen einer Adapterkonfiguration den Ordner der Adapterkonfiguration auszuwählen und über Hilfe auch immer die Möglichkeit, wieder zur Wissensdatenbank zu kommen, auch genau nochmal zu der detaillierten Beschreibung, die wir eben offen hatten und auch wo man letztendlich Support bekommt. Jetzt gehe ich den Schritt mal durch und gehe auf Öffnen einer Adapterkonfiguration. Was passiert als erstes? Es kommt erstmal ein Hinweis, dass man letztendlich den Installationsordner des Adapters auswählen soll. Also nicht irgendeine Datei oder irgendein Unterordner, sondern es wird wirklich dieser DMS-Installationsordner letztendlich benötigt, um halt alle Konfigurationsdateien zusammenzusammeln. Dazu gehe ich jetzt an die Stelle, wo ich den installiert habe. Das ist bei mir jetzt unter DE-Info-Veranstaltung und hier liegt der DMS-Adapter. Den wähle ich einfach so aus und gehe auf Öffnen. Was passiert? Es werden erstmal alle Konfigurationsdateien, die vorhanden sind, geladen. Das heißt, ich habe einmal
die Adapter-Properties-Datei, so wie sie eben von Herrn Frau Puls schon vorgestellt wurde, genauso die DMS-Adapter-API-Properties und auch meine Laborkonfiguration. Was hier auffällt, wenn man drauf guckt, hier ist sehr viel ausgegraut. Und das sind genau die Felder ausgegraut, die auch im Confluence beschrieben sind, dass sie erstmal im Standardverhalten nicht verändert werden müssen. Sollte es jemanden geben, der das doch verändern will, weil er den Input-Ordner oder den Done-Ordner woanders abgelegt hat, kann natürlich hier oben über diesen Punkt Expertenmodus in den Expertenmodus gehen und dann auch diese Felder hier bequem editieren. Was wir jetzt an der Stelle noch machen müssen, ist natürlich einmal, können wir auf die Adapter-API-Properties gucken, ob hier die Einstellungen soweit passen. Ein Punkt, der halt unter Umständen bei manchen Laboren nötig ist, ist zum Beispiel ein Proxy zu konfigurieren. Das kann dann hier an der Stelle passieren. Wenn man Informationen haben will zu den einzelnen Punkten, gibt es auch immer einen Mouse-Over-Effekt. Also man kann zu jedem Feld gehen und kriegt schon mal eine kurze Erklärung und für weitere Details dann halt immer im Confluence nachsehen. Was man hier an der Stelle machen kann, ist zum Beispiel die URL für das DMS-System auszuwählen. Standardmäßig ist es das Produktivsystem, auch das, was in unserer Auslieferung drin ist. Es gibt aber auch ein DMS-Testsystem. Für das DMS-Testsystem sind dann an der Stelle eigene Credentials beim RKI zu beantragen und ist hauptsächlich natürlich für Softwarehersteller gedacht oder für Labore, die halt wirklich einen Testlauf machen. Dann haben wir zusätzlich den Feld Labor-JSON als Reiter. Hier ist jetzt dieselbe Konfiguration drin, wie wir sie eben schon gesehen haben, mit den vorgefertigten Werten in unserer Auslieferung. Diese sind natürlich an der Stelle zu editieren für Ihr Labor. Und hier unten ist der Punkt Identity Provider. Und hier können wir jetzt relativ bequem den Identity Provider konfigurieren. Bevor wir das jetzt hier an der Stelle tun, müssen wir, ich mache es mal kurz klein, in unseren DMS Adapter natürlich, damit wir denselben Ablauf haben wie eben, unser Zertifikat hinterlegen. Das heißt, ich kopiere mir jetzt die P12-Datei, die ich hier in dem Fall für die Produktivumgebung habe, in den DMS-Adapter unter Konfiguration mit rein, damit ich sie quasi bei der Laborkonfiguration liegen habe, so wie eben auch. Dann gehe ich wieder zurück in diese Benutzeroberfläche und gehe hier unten auf das Laden. Wenn ich auf das Laden gehe, lande ich schon in dem DMS-Adapter, den ich ja auch gerade schon konfiguriert hatte, beziehungsweise den ich gerade geöffnet habe, und kann jetzt hier unter Konfiguration gehen und letztendlich dieses P12 auswählen. Als nächstes fragt er mich an der Stelle nach dem Passwort, was ich jetzt an der Stelle auch reingeben will. Ich würde jetzt mal den bequemen Weg nehmen und das reinkopieren. Ist, wenn man hier auf Klartext geht, dasselbe Passwort, wie wir eben auch hatten. Genau, wenn ich jetzt das bestätige, werden die ganzen Felder Username, Keystore, Passwort und auch das Alias-Feld in dieser JSON-Datei automatisch ausgefüllt. Man hat keine weiteren händischen Schritte zu tun. Sieht hier oben an dem Sternchen, oh, es wurde was geändert, ich musste es speichern. Dann geht man auf Speichern und schon hat man seine Konfiguration an der Stelle angepasst. Für die, die natürlich nicht nur eine Labor-JSON haben, sondern gerne mehrere konfigurieren wollen, gibt es hier diesen Plus-Knopf. Da kann man sich weitere Laborkonfigurationen anlegen. Als erstes fragt er natürlich, wo soll die abgelegt werden. Na, wir gehen jetzt auch unter den Config-Ordner, machen hier eine Konfiguration für ein zweites Labor, drücken auf Speichern. Und haben jetzt hier einen weiteren Reiter für ein weiteres Labor. Was automatisch an der Stelle auch passiert, was sonst auch ein händischer Schritt wäre, ist, das in die DMS-Adapter API-Properties hier unten als Eingangsdatei mit aufzunehmen. Das heißt, hier sind letztendlich die Dateien drin, die auch benutzt werden sollen von Adapter. Also man kann auch weitere Labore konfigurieren und die hier unten dann letztendlich entfernen, also aus der DMS-Adapter-Properties entfernen. Und dann ist sie zwar da, die JSON wird aber vom Adapter nicht verarbeitet. Weil hier passiert dieser Schritt vollautomatisch. Man hat dann die Möglichkeit, auch das abzuspeichern und hat dann auch das zweite Labor damit drin. Genau, das ist jetzt letztendlich ein anderer Weg, um eine Konfiguration vorzunehmen. Und die weiteren Schritte zum Absenden wären jetzt genau die gleichen, wie wir sie eben schon mal gesehen haben. Die würde ich jetzt erstmal an der Stelle nicht nochmal wiederholen wollen. Ich würde dann eher den Raum noch für Fragen lassen.